So, da sind wir bei The Last of Us. Weiter geht's. Wir haben den verdammten Tunnel soweit überlebt. Gucken wir mal, wie weiter noch geht und dass wir schnell zum Hospital kommen. Hier waren ultra viele Infizierte in dem Tunnel. Einige Bloater, Klicker und so weiter. War kein einfacher Weg, aber hat soweit gut funktioniert. Ja, ich möchte definitiv mit dem Messer diese Tür öffnen. Na bitte. Schön. Hat sich doch schon mal gelohnt. Zusätze. Dann haben wir hier drinne scharfe Gegenstände. Lappen. Sehr gut. Es lohnt sich eigentlich meistens, diese Türen zu öffnen. Wie gesagt, ich habe so gut wie jede jetzt schon geöffnet und ich wurde eigentlich noch nie enttäuscht. Es liegt immer ultra gutes Zeug da drinne. Und wenn man die Möglichkeit hat, es wirklich aufzumachen, sollte man das auch tun. Da stecken noch Pfeile drin. Es war keine Ahnung, wer dich da an der Ecke mit Pfeilen erschossen hat. Es war aber richtig scheiße für dich wahrscheinlich. Möchte ich jetzt einfach mal meinen. Awesome, okay. Wie viele Zusätze habe ich? 60. Ich brauche 75, um Messermeister zu lernen, um ein Messer zu benutzen, wenn mich ein Klicker geschnappt hat. Das heißt, es ist auch nochmal eine gute Möglichkeit, dann da nochmal rauszukommen. Kurzzeitig. Was liegt denn da drüben noch, dass ich nicht mitnehmen kann? Band. Ja, okay. Ich meine, ich kann ein Messer mehr basteln. Ein Messer habe ich gerade verbraucht, von dem her. Nehmen wir auch die komplette Tape-Rolle mit, natürlich. Alles andere findet sich wieder. Sehr schön. Kopf runter. Achso, hier. Ja, Kopf runter. Danke für den Tipp. Nicht dagegen laufen wie ein Vollidiot, hätte man auch sagen können. Hätte den gleichen Effekt gehabt. Sieh mal. Da ist es. Kein Scheiß. Fucking Hospital. Wir sind kurz davor, so wie es aussieht. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir dich darüber kriegen. Weil ich kann schwimmen. Was machst du? Nein, du gehst nirgendwo. Was ist das denn? Fucking Riesenventilator, falls den Fischen zu warm wird. Okay, interessant. Ich glaube, ich guck mal kurz in diese Tür da rein. Bin gleich wieder da, hoffentlich. Okay. Wow, okay, das ist ein extrem langer Gang. Soll ich nochmal kurz Luft holen? Bevor ich da wirklich komplett durchschwimme. In der Hoffnung, dass es da hinten irgendwo hingeht und ich nicht ertrinke. Aber das wäre auch cheap, wenn es dann irgendwo lang gehen würde und die mich in den Tod lotsen würden. Gucken wir einfach mal, ob es da hinten dann... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles gut, Joe, wir kriegen das hin. Und hier ist Luft. Puh. Warte mal, was? Ist das nicht der... Ah, nee, okay, das ist nicht der Raum, den ich mit dem Messer aufgemacht habe. Das wäre Bullshit gewesen. Hier unten liegt nichts mehr rum. Okay. Vielleicht finde ich ja hier irgendwas, mit dem wir dich darüber transportieren können. Und hier oben irgendwie was drin. Nicht so wirklich. Ich kann noch weiter hochgehen. Okay. Moment mal ganz kurz. Ich schaue mich erstmal unten um, bevor ich da hochkletter. Ich packe mal lieber den Flammenwerfer aus, falls irgendwelche Infizierten rumrennen. Okay, nein. Das ist einfach nur von wegen, falls die Leute es nicht von Anfang an gesehen haben, so, hey, guck mal, da oben geht was lang. Nur jetzt such den verdammten Weg. Ich habe den Weg gefunden, bevor ich den Raum gefunden habe. Ist auch nicht schlecht. Okay. Gut. Könnte hilfreich sein vielleicht. Je nachdem, wo ich da rauskomme. City Water... Irgendwo oben in der Nähe, wo ich... Ah! Bingo! Ja, Chef, ich komme runter. Kriegen wir hin. Okay. So, den Sprung schaffen wir ohne Probleme. Und dann transportieren wir dich auf der guten alten Europalette, die, ich weiß, keine Europalette ist, zurück. Was heißt zurück? Rüber vielmehr. Es haben sich schon Leute darüber aufgeregt, dass ich Europalette dazu sage und es ist keine. Ich weiß, es ist keine Europalette. Okay, gut. Ich bin drauf. Ich sehe es. Vorsichtig. Ich hab dich. Okay, ich bring dich gleich darüber, glaube ich, oder? Solltest du hochkommen? Jawohl. Das ist nur die Frage, wie ich darüber komme. Kann ich darüber springen? Ist eine Leiter oder so? Irgendwas? Ach, da
oben ist eine Leiter. Okay. Hey, nicht ausgehen. Liebe gute Taschenlampe, bitte bleib an. Du darfst sie aktivieren. Okay, sehr schön. Oh. Okay. Verdammte Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Ich könnte sie da rüberlegen. Ich kann damit nicht ins Wasser. Wieder an die Wand ranstellen. Bringt das was? Wird das auch klappen? Ich glaube nicht. Ich komme da nicht dran. So weit weg. Ich komme nicht ran. Ha. Was machen wir denn jetzt? Müssen wir wieder die Leiter darüber kriegen? Lass mal schauen. Irgendwie. Können wir das Ding doch wohl darüber kriegen? Vielleicht, wenn ich sie mit dieser Palette rüber transportiere. Das wäre eine Idee. Dass sie da drauflegen und sie dann darüber schippern. Könnte man machen. Die Frage ist, ob es funktioniert, sagen wir mal so. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Kann ich sie da drauf platzieren vielleicht? So im Sinne von, hey, leg sie da hin. Komm schon, die liegt... Wie zur Hölle hält die? Keine Chance, dass sie noch hält. Ich könnte... Ah ja, okay. Alles klar. Alles klar, ich verstehe. Sie an der anderen Seite hinstellen, hochklettern und dann von oben hochziehen. Das müsste funktionieren. Das ist zumindest machbarer als... Die dumme Idee mit dem Floß. In meinem Kopf klang es für einen kleinen Moment echt cool. So, ey, ich schippe die darüber. Ich bin der Captain dieser Leiter. Aber nein. Das macht voll keinen Sinn. Das macht voll keinen Sinn. Nehme ich sie hier mit rüber und latsch dann einfach drüber. Okay. Und hopp. Und dann basteln wir uns einen Weg. Oh, okay. Gute Idee. Ja. Fucking awesome Idee. Ist ja auch meine Idee. So viel dazu. Hätten wir das Problem auch gelöst. Ja. Leiterkapitän. Warum auch nicht? Für einen kleinen Moment war es die beste Idee aller Zeiten in meinem Kopf. Oh, und dann habe ich mich selber schlecht gefühlt. Lass mich vorgehen. Du kommst mir danach. Okay. Ich folge dir. Okay. Mal sehen, wie sicher das ist. Also bis hierher auf jeden Fall okay. Hoffen wir, dass es auch so weitergeht. Und hopp. Schaffst du den Sprung? Ja, kriegst du hin. Schaffst du sogar besser als ich. Und hopp. Oh, okay. Na komm, spring! Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Siehst du? Das muss ich mal gebraucht. Nichts wie runter von diesem Ding. Ja, wir sollten uns beeilen. Ich weiß nicht, wie lange diese komische Konstruktion hier noch hängt. Und hält vor allem. So verrostet wie das Teil ist. Vertraue ich dem nicht mehr so wirklich. Und Joel auch nicht wirklich so. Oh, shit, so langsam wie er gerade geht. Ellie, los! Oh fuck, oh Gott. Au, 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 au. Luft doch mal. Oh blöd, oh blöd. Okay, hangel dich vor, wir kriegen das hin. Nur keine Panik kriegen. Fuck. Okay, jetzt ist glaube ich der Zeitpunkt, um Panik zu kriegen. Hölle mache ich jetzt. Ich kann mich nicht bewegen, ist das Problem. Aber
her! Komm schon, zieh! Jawohl! Oh, fuck. Nicht gut. Absolut nicht gut. Wo ist sie? Oh, Mist. Da vorne ist sie. So schnell wie möglich hin zu ihr. Packen und dann weg hier. Ich glaube, ich schwimme jetzt einfach mal mit dem Strom. Ich glaube, gegen den Strom zu schwimmen macht nicht so viel Sinn. Oh. Uff. Aber haarscharf hat das noch gereicht. Ellie, mach keinen Scheiß. Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Nicht euer Ernst! Vor allem, es waren Fireflies. Ich hab doch genau das Band gesehen. Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen. Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Puh. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir können schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Motherfucker. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Befick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang?
Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben. Den Gang runter. Okay, das wird spaßig, glaube ich. Der Schmuggler, er ist hier drin! Schaut mal! Bitches! Niemand vergreift sich an Ellie. Irgendwie rein, um die Scheibe einzuschlagen. Das möchte ich nicht wirklich, weil das wahrscheinlich ziemlich einen Lärm macht. Aber ich habe da drin gutes Zeug gesehen. Was lag denn hier gerade auf dem Boden? Ha, großer Legostein. Du kommst mit mir mit. Ich kann dich vielleicht sehr gut gebrauchen hier. Habe ich noch Pfeile? Oh ja, ich habe ja Pfeile gefunden da unten. Sehr gut. Au! Okay, so viel zu pfeilen. Fuck you. Du kannst auch auf einen harten Weg machen. Mir egal. Ein Pfeil wäre, glaube ich, weniger schmerzhaft, als eine Revolverkugel im Schädel zu haben. Komm schon. Zeig dich. Ich mein's ernst, Leute. Niemand vergreift sich an Ellie. Scheißegal, ob ihr Firefly seid, Freiheitskämpfer, irgendwas. Finger weg. Was auch immer ihr seid. Fuck, wo geht's hier lang? Hier rein? Ja, wohl kaum. Ist auch nichts drin. Shit. Ich brauche auch gar nichts. Absolut gar nichts brauche ich. Hier liegt noch irgendwas, was ich mitnehmen könnte. Oh yeah. Zeug gegen Klicker. Na, noch nicht. Noch nicht. Aber es wartet nur auf mich, dieses Upgrade. Es wartet nur so auf mich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Firefly finden und... Oh, verdammt! Ach, shit, alle töten! Du bist tot, Arschloch! Es ist schon wieder gelogen. Ich bin nicht tot. Du kannst es versuchen. Kein Problem. Verdammter! Wenn jemand tot ist, dann du. Aber sowas von ultra tot bist du. Fuck, schau dich an, wie tot du bist. Ich habe schon viele Tote auf dem Weg gesehen, aber wow. Er ist echt Frontalkampf gegen die gerade. Ah, wollte gerade abdrücken. Ah, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Das sind halt echt viele. Ich meine, wir sind hier im scheiß Lager. In ihrer Basis, wie auch immer man es nennen will. Ja. Der ist down. Wie, du bist nicht down? Okay, ich sollte mich ganz kurz versorgen. Puh, lass mal ganz kurz den Bogen wegmachen. Den brauche ich wirklich nicht mehr. Eine Waffe, die ein bisschen mehr Wumms hat, reinhauen. Shit! Eins. Nummer zwei.
Okay. Ich werde einige Medikits hier brauchen, glaube ich. Ein ganz, ganz mieser Bereich mit sehr, sehr vielen Gegnern. Kopf runter. Kopf runter. Okay, dann lass ihn oben. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Okay. Wie viele kommen denn da noch? Ich hoffe, die haben Ammo dabei, die ich hier jetzt gelegt habe gerade. Wo ist der eine hin? Steht noch auf jeden Fall einer. Da vorne sehe ich auf jeden Fall Munition. Die ich auch echt gut gebrauchen kann. Oh, ein Sturmgewehr. Oh Mist. Puh. Sehr gut, dann pack mal das Sturmgewehr aus, würde ich sagen. Was ihr könnt, kann ich schon lange. Da bist du. Yes! Und tschüss! Kein Mitleid für euch. Kein bisschen. Irgendwas vielleicht, was ich mit mir Medikits basteln kann. Oh ja. Sehr gut. Puh. Gut. Ich hab erstmal. Scheiße! Blöder Motherfucker! Jesus, ich dachte, er wäre. Ey, das ist halt die Sache. Das ist die Sache, was ich echt krass finde in dem Spiel. Die Gegner haben ultra krasse Treffer abbekommen. Und du rennst hin und die recovern sich sofort und schlagen dich dann auch einfach. Das funktioniert nicht so ganz eigentlich, aber hey, okay, das ist eine Sache, über die ich mich nicht wirklich aufrege, ganz ehrlich. Okay. Ultra viele Kisten, in die ich nicht reinschauen kann. Soll mir recht sein. Ist schon weniger, was ich durchsuchen muss. Sprengstoff. Scharfe Gegenstände. Hier geht's nicht raus. Also doch, da geht's raus. Ganz raus. Da will ich aber nicht hin. Ich gehe nicht raus ohne Ellie. So viel steht fest. Man nennt mich Knallfrosch George. Oder Joel, je nachdem. Ihr braucht meinen Namen eh nicht mehr wissen. Sagen wir so. Für euch ist es zu spät, meinen Namen rauszufinden. Okay, ich muss hier mit allen Mitteln kämpfen. So. Na kommt schon, Leute, zeigt euch. Wo ist dein Kopf? Bist du dahinter? Ja, bist du. Warst du vielmehr. Holy crap, okay. Die Ammo lasse ich auch noch mitgehen. Puh. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mache hier mal einen kleinen Cut rein und da geht's nach oben. Und dann schauen wir, dass wir ganz, ganz schnell zum Operationssaal kommen, bevor sie anfangen mit ihr. Und ich hoffe, wir können ihr auf jeden Fall noch helfen. Bis dahin, haut rein.